Bayern braucht bessere Bildung, ist das Motto dieses Parteitages. Unterstützt du diese Forderung? Und wenn ja, wie will die Bayern-SPD ihre Forderung in die Tat umsetzen? Ja, selbstverständlich unterstütze ich diese Forderung. Sonst wäre ich kein Sozi, sonst wäre ich nicht stellvertretender Landesvorsitzender. Ich glaube, dass wir genau mit dem, was wir heute den Delegierten vorschlagen, nämlich eine ernst zu machen, mit dem Aufteilen von Menschen aufzuhören, mit einer gemeinsamen Schulzeit, dass das der Weg ist. Wir haben einen tollen Einstieg in den Parteitag gehabt. Wir hatten von der katholischen Jugend bis hin zum Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Leute da, die uns genau das ja verdeutlicht haben, die gesagt haben, hört auf damit, und in der Gesellschaft wächst auch die Erwartung und das, ja, die Bereitschaft, das anzunehmen. Ich glaube, wir kommen also genau in die richtige Zeit. Wir stehen vor spannenden Veränderungen bei der bayerischen Bildungspolitik und ich sehe gute Chancen, dass wir die treibende Kraft werden können bei der Moderation dieses Prozesses. Wie will die Bayern-SPD aus ihrer Position heraus schon jetzt, also nicht erst nach der nächsten Wahl, sondern bereits jetzt, die richtigen Weichen stellen? Also zum einen, indem wir auch in der Landtagsfraktion, im Landtag immer wieder verdeutlichen, wo die Schwierigkeiten dieses Systems sind, wo es ungerecht ist, wo es Menschen zurücklässt, wo unsere ländlichen Regionen darunter leiden, dass die Schulstandorte von der Staatsregierung platt gemacht werden, vieles andere mehr. Und wenn wir heute die Legitimation bekommen mit diesem Modell der Gemeinschaftsschule, dann natürlich mit konkreten Anträgen im Landtag, die zeigen, auch dieses bayerische Bildungssystem könnte ad hoc ergänzt werden und dann mittelfristig abgelöst werden durch ein modernes, den einzelnen Kindern auch gerecht werdendes System. Inwiefern ist die Mittelschule noch zu stoppen? Also sie ist momentan schwierig zu stoppen. Ganz einfach, weil die Staatsregierung das sehr geschickt eingefädelt hat. Ich sehe eine gewisse Hoffnung darin, dass viele Bürgermeister erkennen, was dahinter steht. Dass man die Verantwortung für die Bereinigung der Schullandschaft auf den Kommunen ablädt. Es gibt Bürgermeister, die bereits zögern und sagen, lasst uns noch ein Jahr warten. Je schneller es uns gelingt, jetzt eine breite bildungspolitische Diskussion in der Bevölkerung anzustoßen, desto eher wird auch die Kommunalpolitik Druck machen und vielleicht hier oder da noch die Entwicklung aufhalten können. Die Staatsregierung hat in den letzten Jahren nichts auf die Reihe gebracht. Sie haben viele Versprechungen gemacht, nichts eingehalten. Die SPD wird mit diesem Beschluss auf dem Parteitag erstmals eine ganz konkrete Chance für eine gerechte Bildung in Bayern realisieren. Mit einer Gemeinschaftsschule, in dem nicht Leistungsdruck im Vordergrund steht und Schulaufgabendruck im Vordergrund steht, sondern eben individuelles Lernen und die Fähigkeit der Kinder, mehr als nur Wissen zu generieren, sozusagen Lebenskompetenzen zum Ziel hat. Wir können sehr schnell umsetzen, weil das Modell Gemeinschaftsschule durchaus auch taugt. Eine vor der Schließung bedrohte Hauptschule in den ländlichen Regionen zu ersetzen, weil es moderne pädagogische Konzepte sind, weil die Kinder die Schule, den Ort nicht mehr verlassen müssen, weil in dem Schulstandort jeder Abschluss möglich ist und weil die Gemeinschaftsschule auch in kleineren Einheiten zu organisieren ist, das heißt in Schulen, die 100, 200 Schüler haben und die in der alten Hauptschulform zum Beispiel von der Schließung bedroht sind. Ich habe einen Sohn, der ist 10 Jahre alt, geht jetzt in die 4. Klasse und ich habe das jetzt das letzte Jahr wirklich live miterlebt, wie schwierig das ist, dass sie die Kinder so früh eben selektieren. Jetzt haben wir eigentlich das Glück, dass sie mein Sohn relativ leicht hat in der Schule und trotzdem habe ich gemerkt, wie stark ihn das belastet hat. Jetzt ist aber bei uns nicht auf jede Noten drauf angekommen. Ich habe das dann eben bei seinen Freunden miterlebt, wo es um jede einzelne Note geht, die Kinder schreiben, ob das dann in Deutsch, in Mathe oder eben in HSU ist, wo dann immer gezittert wird das jetzt ein Zweier, ein Dreier oder ein Vierer und wenn es ein Vierer wird, ist der Übertritt gelaufen. Und das, denke ich, kann es einfach nicht sein, dass man Kinder mit 9 und 10 Jahren so einem Druck aussetzt. Ja, ganz selbstverständlich unterstütze ich das und das mache ich aus voller Überzeugung. Wir haben hier in Bayern eine Situation, wo Eltern im höchsten Maße unzufrieden sind mit dem, was sie haben. Und wir haben im Prinzip sehr viel gelernt aus Studien, die in den letzten Jahren angelegt worden sind. Und deshalb brauchen wir eine längere Zeit miteinander und wir brauchen eine bessere und individuelle Förderung. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Und nur wenn wir eine gute Bildung haben, haben wir auch eine Chance, gute Leute auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Und das ist wichtig für die Produktivität in Deutschland. Also ich finde, das Motto, das muss keiner da verloren gehen heißen, weil es einfach besser beschreibt, dass wir in unserem Bildungssystem alle dabei haben müssen und immer alle auch mitnehmen müssen. Und keiner einfach verloren gehen darf, ob er nun aus einer Region kommt, wo das Bildungsangebot nicht gut ist oder ob er aus einem Elternhaus kommt. Alle müssen mit. Und das ist mein Motto. Und die bessere Bildung in Bayern, na klar brauchen wir die.
dafür sind wir ja da. Der Unterschied ist, dass wir moderner sind. Wir sind freier in unserer politischen Ausrichtung. Die Staatsregierung hat sich im Laufe der vielen Jahrzehnte, die sie regieren musste, einfach eingemauert. Die können gar nicht mehr anders, ohne auch nur das Gesicht zu verlieren, kann von denen keiner raus. Aus Hauptschule, Realschule, Förderschule, Gymnasium. Aus diesem System können die nicht mehr raus. Wir können das. Wir sind da viel offener und sagen, die Leute vor Ort wissen, wie sie Schule organisieren müssen und was für sie am besten ist. Ohne die Hamburger belehren zu wollen, haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben nicht auf die Abstimmung mit den Füßen gesetzt, wie die Schleswig-Holsteiner es gemacht haben. Da musste die CDU, die der SPD ins Regierungskoalitionsprogramm reingeschrieben hat, wir wollen Regionalschulen, also nur die Hauptschulen und Realschulen zusammen. Und die SPD hat gesagt, wir wollen die Gemeinschaftsschulen. Die mussten zur Kenntnis nehmen, dass die Bürgermeister nicht blöd sind und wissen, dass Schulstandorte nur erhalten werden können, wenn alle Kinder gemeinsam unterrichtet werden können. Deswegen glaube ich, haben die Hamburger den Fehler gemacht, gesagt, wir machen das von oben und wir lassen die Leute das nicht entscheiden. Die haben nicht auf eine Angebotsstrategie gesetzt, das Bessere ist immer des guten Feind, sondern und die Gemeinschaftsschule ist das Bessere, sondern die haben gesagt, wir machen das jetzt so und bauen das alle um und dann müssen wir mal gucken. Ja, und dann kommt natürlich sowas dabei raus. Ich glaube, auch das ist jetzt eine klarere Geschichte hier auf dem Landesparteitag. Wir glauben an unsere Schule. Unsere sozialdemokratische Schule ist die Gemeinschaftsschule. Das ist die bessere Schule. Und das Bessere wird sich durchsetzen.